Das alpine Lebensgefühl in Oberstdorf zieht das ganze Jahr viele Gäste an. Im Winter sind wir Bühne des Spitzensports. 2021 ist Oberstdorf zum dritten Mal stolzer Gastgeber der Weltmeisterschaft. Es ist klar, die WM mit ihrer Infrastruktur beansprucht Natur und Landschaft, verursacht Treibhausgase und wirkt sich auf Lebensraum und Wirtschaft aus. Dabei ist Oberstdorf nicht nur Veranstaltungsort. Er ist Heimat für Generationen von Menschen, geprägt durch die Leidenschaft für Bergsport, Natur und die Allgäuer Kultur. Wie kann man die WM so verträglich wie möglich gestalten und eine nachhaltige Entwicklung der Region unterstützen? Wie können wir es schaffen, Kinder und Jugendliche für Sport und die Idee der Nachhaltigkeit zu begeistern? Nachhaltigkeit ist Teamsport. Im Ausschuss Umwelt und Nachhaltigkeit haben lokale Akteure und externe Fachleute nach einem gemeinsamen Weg gesucht. Grundlage ist die Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit und weitere 5 Handlungsfelder. Neben Klimaschutz, Mobilität und Regionalität legen wir den Fokus auf den Schutz des natürlichen Lebensraums und die Entwicklung von zukunftsfähigen Sportanlagen für alle. Es wurde um jeden Meter gerungen und so verhindert, dass Loipen durch das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen führen oder der Weidebetrieb beeinträchtigt wird. Das attraktive neue Langlaufstadion ist maximal in die natürliche Umgebung integriert und wird nach der WM zum ganzjährigen Sport- und Veranstaltungsort. Im Loipengebiet wurde bereits der Lebensbereich der Alpensalamander und der streng geschützten Haselmaus aufgewertet. Die Weltmeisterschaft und alle Sportstätten in Oberstdorf werden zu 100% mit regenerativem Strom aus der Marktgemeinde betrieben. Das sind erste Erfolge. Aber auch Rückschläge waren dabei. Die Corona-Pandemie ist der größte. Die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Die abschließende Bewertung steht noch aus. Auch daraus werden wir für die Zukunft lernen. Schon heute steht fest, wir schützen die Natur und stellen die Weichen für eine sportliche Zukunft. Die Nachnutzung ist das Ziel, die WM eine wichtige Etappe. Kommt zu uns und erlebe es selbst.